Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal mit den 100.000 Abos. Ich bin wieder unterwegs, ich gebe ja Vollgas weiter. Heute bin ich hier in Mülheim an der Ruhr und ich laufe jetzt so ein bisschen in Richtung Bahnhof zum Forum. Darunter müsste, glaube ich, der Bahnhof sein. Das war auch wieder eine Idee von euch. Einer hat mir mal geschrieben, komm doch mal nach Mülheim. Und da bin ich. Was ich da hier vorgefunden habe, seht ihr natürlich nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt, wie immer. So Leute, ich bin so ein bisschen gelaufen. Da hinten sehen wir auch schon Forum. Da sehe ich auch Hauptbahnhof. Aber wenn ich mir hier die Gegend hier so angucke, ich war hier schon mal. Ich habe hier schon mal Leute abgeholt, die standen auf der falschen Seite. Ich glaube auf der anderen Seite. Ich schaue mir das alles mal in Ruhe an und melde mich gleich wieder. So Leute, ich bin mal durchgelaufen auf die andere Seite und von der Seite hat man auch die Möglichkeit, hier reinzukommen. Das heißt, es hat zwei Eingänge, einmal von der anderen Seite und von hier. So Leute, ich bin mal auf die andere Seite gelaufen. Von der Seite hat man auch die Möglichkeit, hier reinzukommen. Das heißt, es hat zwei Eingänge, einmal rechts und einmal links. So, unser gewohntes Bild. Wir laufen erstmal direkt rein und schauen mal, was hier so gibt. Ich versuche natürlich dann keine Menschen aufzunehmen. So sieht's aus. Berliner Platz, eine Minute noch bis zum Links. Ruhrpark, Winkhausen und hier geht's runter zu den U-Bahnen oder Stationen. Mal schauen, da kann man auch noch runter gehen. Wir laufen erstmal hier runter und schauen mal, wie es weitergeht, was man so alles hier noch so findet. Im Übrigen nehme ich mit der neuen Kamera auf, bin mal gespannt, ob die Kamera was taucht oder nicht. Ey Leute, schaut mal, hier unten ist keine U-Bahn-Station, sondern hier unten ist der Zopp, so wie es aussieht. Ja, hier kann man sehen, wenn die Busse kommen. Ach, da hinten fährt gerade, zwei fahren gerade weg. Hier komme ich gleich nochmal hin, wenn nur welche ankommen. Das hier ist der Zopp, hier einfach unten drunter, auch gut gelöst. Und so, ich laufe mit euch einfach mal hier hin. Irgendwo müssten ja auch die Gleise sein. Unten sind die Busse. Da sehe ich auch schon ein Schild. Ah, hier unten. Ja, auch alles unterirdisch, ne? Dann laufen wir mal runter. Richtung Essen. Richtung Dümpten. Okay. Ist aber ziemlich ruhig. Noch nichts los. Aber ich höre etwas. Irgendwo kommt jetzt was. Vielleicht haben wir Glück. Ich meine, hier kommt gleich was. Ja, ganz in Gelb. Wow. Okay. Ganz in Gelb, Mülheim an der Ruhr. Der fährt dann weiter Richtung Essen, so wie ich das gerade gesehen habe. Man kann sich hier natürlich auch orientieren hier. Im Pott fährt man Ruhrbahn. Okay, das ist der gelbe hier. Bahnhof wird Video überwacht. Okay. So, ich habe gerade noch erfahren, auf der linken Seite, wo wir gerade den gelben gesehen haben, da ist wohl die U-Bahn. Und hier auf der Seite müsste die Straßenbahn kommen. Wir können ja ein paar Minütchen warten, bis so eine Straßenbahn kommt. Und schon kommt eins auf der anderen Seite. Das heißt, wir werden den auch gleich oben bestimmt auch irgendwo noch mal sehen. Ja, das sieht aus wie eine Straßenbahn. Habe ich noch auf Weitwinkel? Kann ich den nicht auf zurück machen? Mal gucken. Ja, ich muss mich erstmal mit der Kamera mal orientieren. So, jetzt haben wir auch eine Straßenbahn gesehen. Jetzt können wir wieder hochlaufen.
So, hier können wir uns auch nochmal orientieren. Runter geht zu den Straßenbahnen. Und da oben kann man schon sehen, zu den Zügen und zum Reisezentrum. Auch natürlich, wie immer, mit diesen weißen Streifen. So, Reisezentrum geht's links, zu den Zügen weiter geradeaus. So, da haben wir noch eine Parallelstraße, da geht's auch zum Bus. Aber hier oben geht's dann zu den Zügen. Oben fährt auch schon was Schnelles. Ah, die Rolltreppe ist aber so lahmarschig. Den habe ich verpasst. Mal gucken, was da gleich noch alles ankommt oben. So, jetzt haben wir was schöne Ansicht hier von. Das sieht doch jetzt schon mal aus wie so ein Bahnhof. Unten sehe ich auch noch ein paar Busse. Die Busse kümmern wir uns gleich erst. Erst gucken wir mal, dass wir ein paar Hamsterbacken oder so finden hier. Oder so ein paar ICEs. Ich warte mal ein bisschen, bis was kommt. So, und da kommt schon auch der erste. Ist eine ganz normale Regio. Hab nichts Besonderes festgestellt an dem. Ja, ganz normaler E-Zug, sag ich mal. Ja, aber vielleicht finden wir ja gleich noch einen. Ich war noch mit der Kamera beschäftigt. Da kommt mir hier so was Grünes hier rein. Sieht auch nicht schlecht aus. Schaut euch das mal an, Leute. Ja, der fährt nach Steele Ost. Das ist die S-Bahn S3. Der kam jetzt so überraschend aus dem Nichts, konnte ich gar nicht vernünftig aufnehmen. Gerade ist ein Zug angekündigt worden. Ich weiß aber jetzt nicht, kommt er jetzt von da oder kommt er jetzt von hier? Mal schauen. 6, da stehe ich schon mal richtig. Ich weiß jetzt nur nicht, von welcher Seite der kommt. Mal schauen. Ah, der kommt von der Seite. Auch ein schönes Stück. Ja. Ich habe nur Siemens vorne gesehen. Keine Ahnung. Aber hier mit den Punkten und so, das ist der Nationalexpress. Mit dem bin ich auch schon mal gefahren. Nach Bielefeld war das, glaube ich, damals. Ne? Da oben mit diesem Teil. Ja. Der fährt jetzt nach Düsseldorf. Das ist die RE11. Dann wünschen wir den Kollegen mal gute Fahrt. Der guckt auch ganz normal aus dem Fenster raus. Grüßt uns auch. Und der guckt, dass alle Türen gleich zu sind. Hinten ist noch eine Oma, die steigt noch ein. Jetzt hat er die Türen zugemacht und macht jetzt gleich den Abflug. Ja. Gleis 5, Einfahrt RE 49 nach Wiesel, Oberhausen Hauptbahnhof, Abfahrt ursprünglich 11:57 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Habt ihr mitbekommen? Auf der 5. Boah, der beschleunigt jetzt aber richtig. Wow. Ey, der ist aber richtig abgegangen. Auf der 5 kommt auch gleich etwas. Wo ist die 5? 5. Hier auf der Seite müsste gleich auch etwas kommen. Und dann gehen wir zu den Bussen, Leute. Ich habe ihn schon entdeckt. Ein ganz grüner, den wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Jetzt sehen wir den auch nochmal von vorne. Ey, der fährt sogar nach Wesel, meine Heimatstadt. Da bin ich ja groß geworden, der RE 49. Ich zoome den mal näher dran. Mal gucken, ob das klappt mit diesem Gerät hier. Wow, herrlich. Ja, von so weit kann ich den so nah zoomen. Sehr gut. So, da fährt er nach Wesel. Und wir laufen jetzt mal runter, vielleicht mal auch in eine Stadt oder so, uns mal so ein paar Busse anschauen. Ich wollte gerade runterlaufen, da kommt noch so ein schöner Siemens.
Ja, weiter weiß ich nicht. Ich kenne ihn nur Siemens. Ja. Wow, das sieht doch auch geil aus. Ne? Wenn er hier so reinfährt, schaut mal. So, jetzt gehe ich aber runter. Übrigens, von hier oben, wenn ihr euch gleich wundern solltet, das ist der Eingang nach unten zu dem Tunnel, wo die Linienbusse dann später halten. So, hier haben wir nochmal schriftlich die 122 nach Oberhausen Bus runter. Also, bin zu faul zum Laufen. Nehmen wir mal hier die Rolltreppe, die müsste anlaufen, wenn man hier drauf steht. Jawohl. Dann lassen wir uns mal runterfahren. Mal gucken, was uns unten erwartet. Ich war ja vorhin schon mal ganz kurz da. Da waren noch keine Busse. Mal gucken, ob jetzt welche da sind. Mal schauen. So, unten angekommen haben wir dann dieses Bild hier. Sehr schön mit den ganzen Bussen. Die haben hier viel Citaro gemischt. Manchmal noch Hybrid, manchmal normal. Ich habe auch vorhin schon MAN gesehen. Mal gucken, was uns noch hier gleich alles vor der Linse läuft oder fährt. Fährt am besten, ist besser. Und von da oben kommen die immer reingefahren. Und unten sind die Haltestellen. Wie damals in Schweiz, könnt ihr euch daran erinnern. Den nehmen wir jetzt mal mit, wenn er mal Gas gibt. Der Hybrid. Der eine fährt, der andere kommt, auch ein Citaro. Und auf der anderen Seite kann man auch raus und reinfahren. Wo war ich stehen geblieben? Wie in der Schweiz, wo ich mal war. Da war ja auch so unterirdisch. War das in Freiburg? Ich weiß gar nicht mehr, wo das alles war. Und da steht auch noch ein grüner von der Stork. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann schauen wir mal, was hier noch alles kommt. Die kennen das wohl nicht, dass ein Mehmet Oe mal hierher kommt. Da fährt auch gerade einer rein. Wow, der fährt mich auch noch über einen Haufen oder so. Okay, auch ein schöner Citaro Hybrid, so wie der Kollege hier. Okay. Da steht der andere Citaro. So wie es aussieht, alles in Citaro-Hand von der Stork. Okay, mal gucken, was wir hier noch alles gleich sehen werden. Das hier ist kein Hybrid, das ist ein ganz normaler Citaro. Aber dahinter tut sich jetzt was, da kommt jetzt noch was rein. Mal schauen. Oh, ganz in Blau, ein Doppel sage ich schon, ein Gelenkbus. Das sieht doch mal krass aus. Blau und oben gelb. Ja. Ja, so langsam wird uns was geboten hier. Der oder diejenige, die mir das empfohlen hat, wollte ich gerade sagen, da höre ich etwas. Oh, noch ein Gelenk. Diesmal in Gelb. Die können ja ein paar Sachen zu diesen ganzen Bussen, warum die Farben gelb und die anderen blau sind, ob das wieder irgendwelche Übergänge sind. Stork, das sagt mir, in Oberhausen gibt es ja viele. Jetzt hinter mir kommt noch einer. Jetzt geht's aber los hier. Jawohl. Der hält natürlich genau vor meiner Nase. Der macht seinen Augen zu, damit er nicht erkannt wird. Auch nicht schlecht. Wieder so eine Frau, die ihr Gesicht zuhält, damit sie nicht erkannt wird. Ich verstehe nicht, warum man so etwas macht. Keine Ahnung. Ist doch nichts dabei, Leute. Die Fahrgäste sehen euch doch auch, oder? Also ihr könnt euch auch anstellen. Ja. So, ich laufe mal wieder raus. Und zwar hat ein Kollege mir gesagt, man kann draußen, wo Zentrum ist, da sieht man einigermaßen Busse, wo die abfahren und so. Dann laufen wir jetzt mal dahin. Wenn man von der Seite hier rauskommt, da steht auch am Hauptbahnhof dran, da wo die ganzen Taxis sind, wo ich am Anfang euch gesagt habe, das kommt mir bekannt vor. Hier irgendwo müssten auch noch so Haltestellen sein für Reisebusse, wollte ich gerade sagen. Da hinten sehe ich schon eine Haltestelle. Da laufen wir jetzt mal hin.
So, und zwar ist das eine Haltestelle für Flixbus. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich mal, wo ich für TK-Reisen gefahren bin, hier Leute aufgenommen hatte. Aber da war morgens hier nicht allzu viel los. Aber das war wohl, ja, da steht auch Reisebus-Haltestelle. Genau. Ne, damit ihr es mir auch glaubt, gehe ich mal noch näher dran. Hier hatte ich mal Fahrgäste aufgenommen. Und zwar brauche ich dann nicht bis da hinten fahren. Da kann man hier lang, hier so einen großen Bogen nehmen, hier rum, so. Und hier an diese Reisebus-Haltestelle die Leute aufnehmen. Und Flixbus hat hier natürlich seine eigenen feste Haltestelle. So, jetzt habe ich mal so einen Platz gefunden, wo ich von hier ein bisschen oberhalb filmen kann. Mal gucken, ob ich hier noch was entdecke. Ansonsten laufe ich mal so ein bisschen in die City. Der Kollege sagte mir, da hat man die Möglichkeit, noch mehr Busse zu sehen. Das ist übrigens auch der Tunnel, wo die hier rausfahren. Deswegen habe ich mich auch hier hingestellt. Jetzt können wir den Citaros auch mal auf dem Dach gucken. Jawohl. Das ist immer noch die gleiche Tante, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Die hat sich, glaube ich, auch wieder aufgeregt, dass ich hier oben war. Oder hat es gar nicht registriert. Oder die hat sich aufgeregt, dass es rot war. Das ist die gleiche Tante von vorhin. Okay. Wir warten mal ab, bis er grün hat. Jetzt gibt es noch mal Stoff. So, wir laufen jetzt aber in die City. Ich wollte gerade in die City, da sehe ich schön Solaris da in Rot und in Grau. Mal gucken, was das für einer ist. Der fährt bestimmt jetzt auch in den Tunnel oder so. Ich zoome mal ran, mal gucken, ob das klappt mit dieser Kamera hier. Jawohl. So langsam gewöhne ich mich an diese Kamera. Ich will jetzt auch nicht durch den Rasen, über den Rasen hier laufen. Mal gucken, wenn er gleich in eine Kurve geht, sehen wir den schön. Der hat auch diese drei Türen. Einen vorne, in der Mitte, dann hinten nochmal und ganz hinten noch eins. Also 1, 2, 3, 4 Türen. Und der Deutsche Bahnbus, der rote, der ist jetzt auch weg. So, der müsste doch gleich mal grün haben. Dahinter ist auch schon direkt noch ein gelber. Aber der fährt jetzt durch den Tunnel, da kann ich den ja von hier nochmal abpassen. Ich glaube nicht, dass er jetzt links fährt. Oh, der hat schon angefangen. Mal gucken, ob ich den hier noch sehe. Und, ja, da ist er. Da verschwindet der. Ich glaube, diese Kamera hat keinen Stabilisator oder so. Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, dass ich zittere. So, da kommt noch ein schönes Prachtexemplar, ein Solo diesmal. Kein Gelenk, ein Solo-Bus. War aber auch ein Hybrid oder ein Effizient, so. So, ein schönen Citaro, auch ein Solo-Bus. Der setzt jetzt auch im Zentrum irgendwo ein. Da laufen wir jetzt auch hin. So Leute, wenn man hier von dem Forum hier rauskommt, hat man schon direkt die Fußgängerzone. Wir laufen mal, wo wir die Busse daher finden. Ja, manche fragen dann auch, warum zeigst du nicht in der Stadt dies? Wir haben nur schöne Sehenswürdigkeiten. In meinen Videos geht es ja nicht um Sehenswürdigkeiten, geht ja um Bahnhöfe, Züge und natürlich Busse. Aber hier, das kann ich euch hier zeigen. Da ist Postamt, sehe ich gerade. Ne, es ist eben nicht einfach, ohne Menschen etwas aufzunehmen. Also müsst ihr mir das verzeihen, wenn ich nicht eure Stadt, die ganzen Sehenswürdigkeiten zeigen kann. So Leute, ich laufe so vor mich hin.
Und ich habe gerade schon am Ende der Fußgängerzone einen roten Bus gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon sehen könnt. Und die Straßenbahn fährt, glaube ich, da lang. Das ist der Ort, wo der Kollege mich, glaube ich, hingeschickt hat. Mal gucken, vielleicht werden wir da fündig. So, hier angekommen haben wir schon die erste Straßenbahn. Ganz in Blau. Das sieht doch schon mal richtig cool aus hier. Dass die aber hier keine Oberlandbusse haben, die haben hier schöne Oberleitungen. Aber ja, das ist hier eine richtige Ecke. Guck mal hier, die 122 nach Mülheim, Heidkram 31 und sowas alles. Ja, ich bin an einem guten Ort, wo gleich noch viele Busse, hoffe ich mal, und sowas alles hier kommen wird. Erste Straßenbahn haben wir schon mal gesehen. Aber was mir aufgefallen ist, an jeder Ecke ist hier Polizei, Leute. Deswegen muss ich auch mal gucken mit der Aufnahme rein. Nicht, dass sie mir noch die Kamera wegnehmen oder so. Mal schauen. Ich habe jetzt bestimmt schon 5, 6 Polizeiautos hier gesehen. Keine Ahnung, ist das eine gefährliche Stadt hier oder was? Ich weiß es nicht. So, das hier ist die Haltestelle für Tram und Bus. Dann setze ich mich jetzt mal hier hin und warte. So, jetzt haben wir eine schöne Parade hier. 2 oder 3 Busse, die jetzt hintereinander hier reinfahren, habe ich schon entdeckt. Hoffentlich ist nicht die eine Tante wieder dabei. Ja. Hier ist nochmal so ein Touristeninfo. 30 Meter hier links. Hier kann man sich auch eben halt dran orientieren, wo etwas ist. Und da vorne, da fahren die dann hier gleich rein. Ihr wolltet Sehenswürdigkeiten, hier habt ihr auch etwas. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Letztens hat einer noch gesagt, ja, warum informierst du dich denn nicht über die Städte, wo du gerade bist und so. Wie soll ich das denn informieren? Manchmal ist es bei mir so spontane Sachen. Ich packe meine Kamera ein und fahre einfach los und filme drauf los. Hier können wir nochmal so einen Sound mitnehmen hier von dem Citaro. Lion City MAN und da kommt der Nordhafen. Der kommt da auch gleich hier vorbei. Komm vorbei. Jawohl. So. Ich achte schon darauf, dass ich die Fahrer nicht aufnehme, aber manchmal bleibt das eben halt nicht aus. So, da kommt auch noch ein schöner MAN. Lion City hier schön reingefahren. Busfahrer mit Käppi, auch gut. Ja. Das war ein DB-Bus. Die U-Bahn-Station Stadtmitte ist auch direkt hier unter uns. Ja, wenn man hier raus will und noch weiterfahren will mit dem Bus, einfach nur rüberlaufen oder auf die Seite. Hier hat man dann die ganze Haltestellen, wo die Busse dann abfahren. Aber was mich interessiert oder mir aufgefallen ist, wir haben nicht so viele Solaris, Leute. Nur den einen Solaris haben wir gesehen. Ich warte mal hier noch ein paar Minütchen, ob ich vielleicht noch andere Marken oder so sehe, aber kein Setra, kein Solaris. Ja. Straßenbahn haben wir jetzt auch genug gesehen. Der fährt zum Hauptfriedhof, die 104 über Wasserstraße. Das wäre schön, wenn ich hier noch einen sehen würde, wenn er gerade hier so in die Kurven hier geht. Ich warte mal extra für euch. Vielleicht werde ich ja fündig, wenn er sich hier in die Kurven legt, dass man den schön aufnehmen kann. Ich habe eigentlich auf eine Straßenbahn gewartet, aber es kommen ein paar Gelenkbusse. Auch nicht schlecht. Die legen sich ja auch so in die Kurven. Ja, sagenhaft. Schönen beiden Knicks so haben. Ich warte noch ein paar Minütchen. Vielleicht werden wir ja fündig, wenn sich einer hier in die Kurven legt. Zeit ist kostbar, Leute. Aber deswegen habe ich noch einen gefunden, der hier geradeaus fährt. Den nehme ich noch mit und warte nicht, bis einer sich hier in die Kurve legt. So, auf geht's. So, Leute, das Video ist wieder zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Das Ding, das stört mich schon die ganze Zeit hier. So,
Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, dass ihr wieder dabei wart. Wie ihr seht, ich gebe nicht auf. Es geht weiter, Vollgas, bis ich neue Ideen habe, extra für euch. Ich verabschiede mich jetzt von euch und auch hier von der schönen Stadt hier in Mülheim an der Ruhr und ziehe weiter. Mal gucken, wo mein Finger mich auf der Landkarte hinbewegt oder wo ihr mich gerne hinhaben wollt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Oey.